Die Zwickauer Schillerstraße bekommt einen neuen Fußweg. Damit sollen Stolperstellen für die Bewohner der angrenzenden Seniorenresidenz beseitigt werden. Bereits in der vergangenen Woche wurden auf der betroffenen Straßenseite die Bäume gefällt. Deren Wurzeln hatten den Pflasterbelag zum Teil angehoben, sodass gefährliche Absätze entstanden waren. Gerade für Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind oder auf einen Rollator angewiesen sind, hätte das eine erhöhte Gefahr bedeutet. Nun kann damit begonnen werden, den Bürgersteig mit großflächigen Betonplatten neu zu gestalten. Diese Bauweise war bereits auf dem Dr. Friedrichsring zum Einsatz gekommen. Wenn die Bauarbeiten auf dem südlichen Gehweg beendet sind, folgen die Neupflanzungen für die 6 gefällten Linden. Der Fußweg auf der Seite des Gefängnisses ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.